So, heute der nächste große Goldförderer, Northern Star Resources Limited aus Australien, die Nummer 8 der 10 Top-Goldförderer weltweit mit einer hervorragenden Umsatz- und EBITDA-Entwicklung der letzten 5 Jahre und auch einer hervorragenden Börsenkursentwicklung der letzten 14 Jahre müssen wir uns auf jeden Fall angucken und damit ein herzliches Glück auf hier aus Hamburg. Hallo. So, hier haben wir nochmal die Top 10 Goldförderer, sortiert nach den Fördermengen, ersten Halbjahr 2023 nach Kilounzen. Da finden wir hier auf Platz Nummer 8 Northern Star. Die alle 10 zusammen, die machen ungefähr ein bisschen mehr als ein Viertel der gesamten weltweiten Goldförderung von ca. 3.300 ungefähr Tonnen pro Jahr aus. So, hier iShares hat hier die Northern Star gewichtet hier mit 4,2% in dem iShares Gold Producer UCITS ETF. Also hier auf jeden Fall angemessen enthalten hier. Und auch die Aktionäre, wenn man sich die anguckt, ja, FunExit hier drin mit 6,5% und BlackRock mit 6,3% und noch ein paar andere große. Also hier durchaus ein nicht ungewichtiges Unternehmen, würde ich sagen. So, Factsheet 2023, Nummer 8 der Top-Goldförderer, Sitz in Perth in Australien, Gründung 2003, fördert hier ausschließlich Gold. Mitarbeiter über 6.000, Umsatz 4,1 Milliarden australische Dollar und operatives Ergebnis 1,5 Milliarden australische Dollar. So, so sieht es hier aus in Perth. Durchaus eindrucksvolles Bild, würde ich sagen, liegt hier im Westen von Australien. So, schauen wir uns mal kurz die Operationen an. Finden also hier zwei in Australien und eine hier in Alaska. Hier 100% Gold. Ich weiß nicht, wie die das machen, dass die hier 100% Gold aus der Erde holen und sonst gar nichts. Aber okay, glauben wir das mal, okay? Gut, hier sehen wir nochmal das ein bisschen genauer. Das sehen wir hier. Also die absolute größte Operation ist die hier. Weiter unten hier im Süden, in Australien, in Westaustralien. Und dann haben wir hier nochmal die zweitgrößte, ist hier ein bisschen weiter nördlich. Und in Alaska haben wir dann die kleinste der drei. So, schauen wir uns mal Umsatz und EBITDA an. Also hier eine beeindruckende Entwicklung, sowohl Umsatz als auch EBITDA. Das ist wirklich erstaunlich, ja, für einen Edelmetallförderer, dass so eine Kurve hier aufweist. Umsatz plus 109% 2020 bis 2024 und EBITDA plus 106%. Also EBITDA folgt hier sozusagen schön brav dem Umsatz. Da gibt es also überhaupt nichts auszusetzen, würde ich sagen. So, Präsentation, schauen wir mal ganz kurz rein in die Präsentation vom 22. Februar 2024. Erstes Halbjahr. Also das Geschäftsjahr endet am 30.06. hier bei Northern Star. Muss man ein bisschen aufpassen. So, was sehen wir jetzt hier? Okay, nochmal die wichtigsten Zahlen hier. Also hier ein 100% Goldförderer. Ziemlich groß. Ziemlich viele Leute arbeiten da. Und ist ein sehr ziemlich liquider Wert hier an der Börse. Das sehen wir hier in diesem Chart. Hier sehen wir nochmal die Größenverhältnisse, also wo jetzt hier Cash generiert wird. Und das ist hier überwiegend hier diese Operation hier im Süden von Westaustralien. Die macht hier also am meisten Cash. Dann folgt hier die im Norden oben und dann die kleinste ist hier Pogo in Alaska. So, hier sehen wir nochmal die Financial-Zahlen. Alle weisen nach oben im Jahresvergleich. Geht also alles hier hoch. EBITDA, Free Cashflow, Cash Earnings, alles geht hier nach oben. Und auch die Dividende steigt hier etwas noch an. So, was sehen wir aber hier? Die All-in-Sustaining Costs, die steigen schon noch leicht, ja, um 6% im Jahresvergleich, im Vergleich zum Vorjahr, leicht gestiegene AISC. Aber 6%, das hält sich in Grenzen. Also, das könnte hier bald wieder besser werden. Ja, mit diesen Kosten, mit diesen relativ hohen Kosten hier der Minenförderer.
Das könnte ein leiser Hinweis sein, würde ich sagen. So, jetzt schauen wir mal uns die Börsenbewertung an, beziehungsweise den Aktienkursverlauf. Hier seit 14 Jahren plus 7.100%. Ja, ist hier aber auch hier fast bei Null gestartet, was weiß ich, das waren 0,3 oder so. Und ist jetzt hier aufgezogen auf derzeit circa 8 Euro. Also durchaus beeindruckend. Und Gold hat in derselben Zeit gemacht 70%. Okay, also hier eine deutliche bessere Bewertung hier von Northern Star im Vergleich zum Gold. So, dann schauen wir uns mal die letzten 5 Jahre an, plus 47%. Ja, das ist hier so ein Rauf und Runter Gezockle gewesen, die letzten 5 Jahre. Das ist also hier keine Tendenz sozusagen hier erkennbar. Das ist so eine Range zwischen 5 und 10, die hier abgearbeitet wurde an der Börse. Gold hat gemacht 65. Also da ist also Northern Star ein bisschen schlechter hier gelaufen als das Gold, aber nicht wesentlich, würde ich sagen. Schauen wir uns nochmal das im Vergleich an zum Umsatz und zum EBITDA. Umsatz plus 109, EBITDA plus 106, Kurs plus 47. Da hat also die Börse die Geschäftsentwicklung ein bisschen schlechter bewertet, würde ich sagen. Okay, Dividende werden gezahlt 2,4% im Jahr 2024. Das ist einigermaßen okay, würde ich sagen. So, was könnten wir jetzt hier handelstechnisch machen? Da sehen wir hier eine bullische Konsolidierungszone von diesem langen Anstieg hier 2010 hier bis ungefähr 2020. Ja, wird jetzt hier so seitwärts konsolidiert in einem relativ breiten Band von 5 bis 10. Da sind wir jetzt hier bei der 8. Was würde ich jetzt hier handelstechnisch machen? Das soll aber jetzt hier keine Finanzberatung sein. Ja, darf ich nicht machen und will ich auch nicht machen. Aber ich sage mal, da würde ich jetzt hier nicht unbedingt einsteigen. Ja, bei der 8, da haben wir nur noch relativ wenig Platz bis zur 10. Ich würde warten, bis sie wieder mal runterkommt. Ja, die ist ja hier ziemlich volatil. Vielleicht kommt sie nochmal runter auf die 6 circa. Und dann würde ich da einsteigen. Das würde ich machen, weil das sieht hier nach einer ziemlich bullischen Konsolidierung aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Ding hier dann nochmal weiter durchzieht. Wenn die 10 dann überwunden ist, dann dürfte es hier nach Norden weitergehen. Im Rahmen einer Trendfolge. Okay, so, das soll es dann heute auch schon gewesen sein. Sage ich schönen Dank, tschüss, ciao und servus und herzliches Glück auf hier aus Hamburg. Goodbye.